27 Kilo und zeigt aber an, dass er überladen ist. Mhm. Naja, bist du doch. Mit 27, ja. Ja. Also leicht, bist ja nicht total überladen, sondern leicht. Mhm. Oh, das ist man immer, wenn man hier einen hat. Auch so. Deswegen ist es ja halt auch blöd. Du kriegst halt nie Endurance. Ja, das stimmt. Mhm. Ich dachte, das kommt erst, wenn die ab 50 Kilo oder so. Nö. Ich habe ja schon mal ein paar Nacktrans gemacht, aber dann habe ich auch keine Lust an der Scheiße. Mhm. Bin ich auf Putz hin und her, haben so ein Blödmann. Das machst du mal eine Stunde, dann hast du packst einen Dicker. Ah ja. Ja, ansonsten halt in deinem Gym halt trainieren. Mhm. Liegt da schon wieder irgendein Hirnamputierter? Nicht gehört. Doch, jetzt ja keinen Takt oder was. Mit einer rauen Stimme. Aber. Ach, wo bitte? Ich bin da. Oh, ich bin tot, okay. Ja, der schießt drinnen über die Brüstung, da kann kaum mit der Fresse drüber gucken. Oder? Ja, ist klar. Ganz unten drin. Da kannst du gar nicht rausgucken, Alter. Notto. Hm. Ach so, eine Fotze, ich mach da ja, also, geh Bock auf die Geiser, Alter. Dort ist eine Brüstung, dort kannst du nicht mal rausgucken. Aber er schießt dort raus. Ich hab's doch. Alle drei. Aber wie konnte der denn da rausgucken? Also, nee, komm, mach gleich aus. Ja, geht Bock, ey. Das ist doch sinnlos, sowas. Solche dummen Tote, ey, die sollen sie mal in den Griff kriegen langsam, ey. Dort kannst du nicht immer. Ey, dort siehst du nichts. Das ist viel zu hoch, das haben sie da unten. Und er schießt dort raus. Ganz klar. Ich guck mal. Warum, wie er das gemacht haben will. Sind wir keine normalen Fenster? Schon wieder Lokas dabei. Ja, doch, wir können rausschießen. Easy. Hier ist auch die Scheibe kaputt. Ne, der hat aber ganz rechts, fast am Ende von dem Gang. Da sind doch die Fenster weiter oben. Nö, nee, kannst du rausgucken. Das habe ich das Mündungsfeuer gesehen. Also quasi durch die Wand habe ich das gesehen irgendwie. Aha. Wo liegst du eigentlich? Am Aufgang hier, am Land der Träger, am Zaun. Am Zaun? Hm. Ja, da kann man dich easy erschießen von hier. Ja. Ja, ja. Vielleicht war es sogar andere, aber ich habe vorher auch gesehen an der Wand. Vorne backt noch einen. Tut nassig, Biut! Der Schätzkäpp ist schon mein. Блять, тут нашего завалили! Scab over there. So ein scheiß PMC aufgetaucht. Mhm.
Scheiß hier! Fuck, teammate down. Was hängt denn die schon wieder mit den Skeps da zusammen? Oh, fuck. Teammates down. Das war. War das hier Guards? Oh, schön. Nee. Ich dachte, das hier lag einer mit einer gelben Regenjacke. Ja. Jetzt habe ich hier 5 Tier im Siesenbahnhaufen geschossen. Der wusste zu leben. Ja. Ein Lebemann. Ein Lebemann.
ist ja vielleicht mal Ruhe bald. Wir ja an der Baulampe lehnen. Mal. Sehr guter Zustand. Das hätte auch wehgetan. Einzelspieler ist es auf dem lokalen PC. Naja, aber wir waren doch vorhin auch zusammen. Ja, vor uns waren wir ja auch, ja. Da stand, glaube ich, auch lokal dran. Keinen Sinn, irgendwie, ja. Wunschliste-Mechanik. Spieler können einen Artikel zu einer von mehreren voreingestellten Wunschlistenkategorien hinzufügen. Habe ich ja gemacht, war trotzdem nicht da. Also ich sehe die Kategorie nicht mal. Einzigartige visuelle Unterschiede, das ist das mit dem komischen blauen Nebel. Das ist wahrscheinlich, wenn du was in der Wunschliste hast, dann hat das so einen Nebel, damit du weißt, dass du das da drin hast.
Das kann das vielleicht sein. Macht Sinn. Oh, ich habe da gar nichts reingepackt in die Wunschliste. Das ist einfach die Möglichkeit, Artikel, die fürs Versteck benötigt werden, automatisch auf die Wunschliste. Also ist das wahrscheinlich alles, was wir brauchen. Ja, aber ich wollte ja trotzdem noch was hinzufügen und das ging gar nicht. Ja. Ich wollte Essen hinzufügen und das habe ich bei Assos reingepackt. Aber Assos sehe ich nicht. Das ist ja so ein Stern. Die Liste könnt ihr manuell in den Spieleinstellungen löschen. Aha. Die sind noch nicht ganz fit. Warum nicht gleich in der Windows-Systemsteuerung? Sonst wir machen also. Warum nicht in der Wunschliste direkt draufklicken, ja, okay, und löschen, fertig. Also. Ja. Oh. KI-Anpassung im PvE-Modus. AI-PMCs holen jetzt Gegenstände ab, plündern Kisten und Körper und versuchen mehr wertvolle Beute auszuwählen. Ah, okay. Sie können auch Waffen und Ausrüstung abholen. Wenn sie bessere finden, ersetzen sie ihre damit. Aha. Aha. Ah, also schlecht. Der nächste PMC, der dich tötet, hat dann meine Waffe. Wahrscheinlich. Können überall unterwegs sein. Sie bauen Routen zu Punkten mit möglichen Beutekonzentrationen. Aha. Bots bewegen sich in taktischer Formation. Wenn sie den Zielpunkt erreichen, sammeln sie Beute und können dann einige Zeit auf Feinde warten und Hinterhalte aufstellen. AI-PMCs zielen jetzt aus dem Standort, wenn sie genug Beute gesammelt haben. Also die gehen dann raus. Aha. Oder wenn seit Beginn der Razzia genug Zeit vergangen ist, okay. Also die gehen zum Exit dann. Okay. Ah. Das ist natürlich geil, wenn es funktioniert. Sie springen jetzt häufiger, wenn sie sich in offenem Gelände bewegen. Aha. Hier liegt dein Kadaver, ja, ja. Die können mich ja locker durchs Fenster erschießen. Easy. Das geht. Bewegen sich jetzt durchs Gelände, ey? Ja, ja. Die Arschlöcher. Wie schwer bin ich? Oh, 55,6. Das ist zu schwer. Ja. Da muss ich was weghauen. Das muss weg. Das kann weg. Das weg. Die Bohnen fresse ich. Augmentin kann weg. Immer noch 53. Okay. Dann ist es eben so. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 25 Minuten. Wir haben die Zeit jetzt verlängert. Ja, eben, es waren doch noch 30. Oder so. Du bist halt, ich war jetzt, bin ja schon eine Weile drin, hab da gekämpft, ja, gelootet, war ein sanitäres Raum. Ja, 10, 15 Minuten waren das schon locker. Ich bin dann mindestens. Und hab jetzt immer noch 25. Das ist wie im Original Raid. Ne? Ja, würde ich jetzt sagen. Ne? Naja, gut, wenn die jetzt rumlaufen und so. Ja, müsste doch sein, ja. Ich meine, du hast ja dann nur Kämpfe, Alter. Also. Überall, ja. Mhm. Oh, war mein Crit? Wahrscheinlich. Klar, an der Baustelle waren das jetzt auch keine und an der Straße. Ja, ja. Das stimmt schon. Die wollten bestimmt gerade raus. Unaufhaltsam. Mensch, jetzt ist er mir entkommen. Ja, Pforte. Damit könnte ich, glaube ich, noch regenerieren.
Vielleicht haben sie vorhin, als wir am Cottage die Granate geschmissen haben, sich taktisch überlegt. Ja, da haben sie uns abgehauen. Ja. Ja. Nee, ist besser, wir gehen. Ja. Das könnte sein. Aber es war ja keiner mehr da. Mhm. Komischerweise. Scheiße, hier sind zwei PMCs, komm ja halt ab. Ja. Das sind echte Menschen. Gott, ja. Wir verpissen uns. 51 Mal. Ist natürlich jetzt. Davor konntest du immer rennen, du wusstest ja ungefähr, wo so ihre Hotspots sind, wo sie stehen. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt musst du unterwegs immer genug Ausdauer haben, damit du noch irgendwo in Sicherheit rennen kannst. Ja. Theoretisch schon. Ich generiere immer noch nicht. Irgendwas muss noch weg hier. Haus weg einfach. Es gibt das Alever 600. Komm weg, der Scheiß. Boah, halbes Kilo. Oh, das AFAG ist noch schwerer. Schwerer wie Verbandkasten. Oh, mit 51,3 sollte ich doch regenerieren. Ja, das geht. Hauptsache, die Wichser campen nicht irgendwo. Ja, ein Hinterhalt aufgebaut. Was machen sie ja? Ein Hinterhalt. Du denkst, du kommst raus und die Arschlöcher warten dort. Ja. Ja, man weiß es nicht klar. Möglich. Ich war gestern mal wieder auf Ground Zero, Alter. Du machst ja kein Bild, Alter. Du machst echt kein Bild, was da los ist. Nur PMCs. Ich musste ja 12 Skepsorte erschießen mit der Schlumpfenuniform. Ey, da bin ich los, die ersten 4 PMCs. So. Dann kamen die nächsten. Habe ich 3 von denen erschossen. Dann kam noch einer und der hat mich dann umgelegt. Ey, ich habe schon 7 PMCs erschossen. Achievement gekriegt, wusste ich gar nicht. Dass es sowas gibt dafür. Ja, und der 8. hat mich dann umgelegt. Jetzt habe ich 7 PMCs, nicht einen Scav. Gut, mittlerweile habe ich die Scavs dort auch fertig, aber das an dem Rand war es extrem krass. 1, 2, 3 Bears, 2 U6, 10 Scavs.